Hallo ihr Lieben, da bin ich schon wieder. Ja, ich wieder, heute zum zweiten Mal. Und wie ihr seht, mich erreicht die Post von Doreen Beats. Und ich habe noch so einiges abzufilmen. Noch eine Tauschpost, noch ein Craft-Update und. Also es sind, glaube ich, noch drei, vier Videos, die ich auch noch drehen muss. Und sonst türmt sich das hier. Und ich hasse das, wenn so viel liegen bleibt. Upsala. Mal einmal verstellen hier. So. So. Und ja, deswegen, ich möchte das wegpacken. Einiges brauche ich natürlich auch. Und deshalb filme ich das jetzt einmal schnell ab. Fangen wir an mit dem etwas kleineren. Da sind von Doreen Beats diese Buchbinderringe dabei. Die brauchte ich wieder neu mit dieser Nummer. Dann habe ich hier, da habe ich sogar schon einen rausgenommen, kleine Pakete, Buchbinderringe. Dann habe ich Klarsichttüten bestellt. Die braucht man ja auch immer zum Verpacken. 200 Stück sind drin mit dieser Nummer. Dann habe ich 200 Tüten in dieser Größe mit dieser Nummer. Dann habe ich mir mal also Kautschukschnur bestellt mit dieser Nummer. 10 Meter sind drauf. Und zwar wollte ich da Ketten selbst machen. Genau. Und das gleiche habe ich quasi noch. Nein, das sind Quatsch. Einzelne Ketten aus so einem Satürband. Ja, so Satürschnur quasi in Schwarz. 20 Ketten sind drin. Ja, kann man ja auch immer gebrauchen. Also beziehungsweise brauche ich momentan sehr viel, gerade für den Weihnachtsmarkt. Dann habe ich mir mal Ohrstöpsel, diese für die Ohrringe, bestellt. Diese Silikonstöpsel. 1000 Stück mit dieser Nummer. Dann habe ich für meine Ohrringe, ich hole die mal raus, um die Ohrringe schön zu präsentieren, so kleine Kärtchen mitgenommen, um die da halt drauf zu machen. Da sind, glaube ich, drin 50 Stück. Ja, mit dieser Nummer. Na, so. Dann habe ich natürlich für die passende, also für die Kautschukkette auch die passenden Verschlüsse. Na, ich denke, so geht's. Da sind 5 Paar drinne mit dieser Nummer. Und dann habe ich noch auch für die Ohrringe, um zu präsentieren, diese Katzenköpfe mit dieser Nummer. So, ich bin wieder da. Da musste ich kurz das Video unterbrechen, da der Akku leer war. Ja, jetzt ist es an der Ladestation. Kabel ist gelegt und wir machen weiter mit dem großen Beutel. Und zwar, was mich gewundert hat, kein Organza-Sack. Ja, ich wieder kein Organza-Säckchen bekommen. Aber naja, brauche ich nicht wirklich. Ich bin auch zufrieden so. Und zwar habe ich dort dann noch einmal mitgenommen. Das ist jetzt so in einem dunklen Aubergine, lila. So, puscheln. Ich kann mal einen rausholen. Er ist so ein bisschen flauschig. Der ist total flauschig und die haben hier auch so eine kleine Öse dran zum Aufhängen. Die habe ich schon in rosa, weiß und türkis oder so lindgrün. Und zwar ist das 2 Stück sind das mit dieser Nummer. Dann habe ich rosane Perlen. Das sind wie so, ja, die haben wie so einen Ölfilm drauf und die schimmern dann auch in mehreren Farben. Ist leider jetzt schon wieder etwas spät und dunkel und ja,
200 Stück mit dieser Nummer. Dann habe ich mir mal so ein Armband mitbestellt für diese Druckknöpfe. Ich wollte mal sehen, wie die Qualität bei Doreen Beats davon ist. Und zwar ist das diese Nummer. So, dann habe ich mir einen Perlenstrang mitgenommen. Und zwar sind das, ich zeige euch erstmal die Nummer. Hier ist die Nummer, ein Strang. Und das sind so lilane, flache Quadrate. Ja, genau. So. Was ist denn? Ja. So sieht das Ganze aus. Genau. Gehen auch wieder ein bisschen blöde hier rein. Nummer habe ich gezeigt. Dann habe ich mir, weil in Gold habe ich so wenig, also das hatte ich ja letztens irgendwie schon erwähnt in dem Video, wo ich den Chunky Charm gebastelt habe. Ich habe ja nur goldene Spaltringe und jetzt habe ich mir mal so Binderinge gekauft. Das müssten 7 mm sein, 600 Stück mit dieser Nummer. Dann habe ich noch mal Perlen und zwar 100 Stück von denen. Die fand ich auch ganz schön. Das sind Acrylperlen. 100 Stück mit dieser Nummer. Ja, die sind wirklich sehr schön. Der Farbmix gefällt mir auch. Da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Dann habe ich mir noch einen Perlenstrang mitgenommen mit diesen, ja, sind ja nicht ganz rund, die sind ja so ein bisschen oval, also platter meine ich. Und ja, 6, ich glaube 8 mal 6 mm oder so. Ein Strang mit dieser Nummer und das ist so ein, ja so ein Orange eben. Aber ein schönes Orange. Ich mag Orange nicht so gerne, also es ist nicht so ein kräftiges, also es ist ein richtig schönes, ja, ein schönes Orange. Dann habe ich mir neue Ösenstifte mitgenommen, also die Eyepins, die mit so einer Öse halt dran. Da sind drin 300 Stück mit dieser Nummer. Ja, etwas längere, ich habe nur kürzere und da habe ich mal, das sind jetzt 5 cm, genau. Dann habe ich mir so Armbänder mitgenommen. Das sind 4 Stück. Die waren im Wochenenddeal mit dieser Nummer in rosa. Ja, habe ich gedacht, für den Preis 60 Cent oder so waren sie, glaube ich, oder Wochendeal. Und da dachte ich, ach, da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Man kann sie ja mal mitnehmen. Was man hat, hat man. Nicht wahr, ihr Lieben? Dann habe ich mir das gleiche nochmal Ösenstifte in Gold. Die sind jetzt nicht so schön sortiert. Da sind 300 Stück drin mit dieser Nummer. Müssten auch 5 cm sein. Ich habe eigentlich alles in 5 cm genommen. Aber das macht gar nichts, dass die nicht sortiert sind. Mich stört das nicht. So, dann habe ich das gleiche nochmal mit, also als Kettelstifte, hinten mit so einer Platte dran. Auch, nein, das sind 250 Stück mit, upsala, mit dieser Nummer. Auch mit dieser Kamera habe ich es, ehrlich. Das ist nämlich ein anderes Handy, als wie ich das sonst mache. Und ja, daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Der Fokus ist hier auch anders. Genau, so. Dann habe ich hier so Bandklemmen. Das sind jetzt 22 mm, ich glaube 22 mm, 100 Stück mit der Nummer, natürlich auch in Gold. Da hatte ich keine mehr und ja, habe ich mir mal gleich ein größeres Paket bestellt. Genauso wie die Bandklemmen in 16 mm oder 18 mm.
Nee, 16 ist es, glaube ich. Und zwar sind es 200 Stück mit dieser Nummer. Ja, sonst gibt er sie einfach ein und dann steht das da, wie lang die sind. Genau. Dann habe ich noch zwei Teilchen und dann ist der Sack auch schon leer. Und zwar brauchte ich Nachschub von den Biegeringen in Silber. 500 Stück mit dieser Nummer. Und das sind, ich glaube, 8 mm. 6 oder 8 mm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und zu guter Letzt habe ich mir noch hier so ein Armbändchen bestellt. So ein rundes. Ja, war auch im Deal, im Wochenend- oder Wochendeal, ich weiß es nicht genau, mit dieser Nummer. Und ja, ich wollte es einfach mal testen, wie das so ist. Es ist auf jeden Fall Edelstahl. Das heißt, es färbt auch nicht ab. Ja, so, das war dann meine zwei Doreen Beats Bestellung. Eine müsste, glaube ich, noch kommen. Und dann habe ich auch noch einiges bei eBay, aber in China auf der englischen eBay-Seite, also ebay.com, bestellt. Und ja, da warte ich eigentlich auch, dass das noch eintrifft. Und deshalb, ja, oder hänge ich das jetzt noch mal kurz an? Vier Teilchen habe ich schon bekommen. Ja, einen Moment, ich hole das mal. So, da habe ich es auch schon. Und zwar habe ich mir einmal so ein Armband für diese Druckknöpfe bestellt. In Türkis, Grün, mit Schwarz und Silber. Ja, das war jetzt nicht so teuer. Das war allerdings auch aus Deutschland. Das war, ich glaube, 3,50 Euro inklusive Versand. Fand ich ganz schön. Und dann habe ich aber so, ja, so Glaskristalle, ja, gekauft. Und zwar einmal hier diese Schildkröte. Die ist aus Glas, ist relativ groß. Natürlich auch schwer dadurch. Die fand ich super schön, um die vielleicht mit irgendwie an einen Chunky Charm oder so zu hängen. Oder auch als Kettenanhänger fand ich richtig schön. Ich musste die unbedingt haben. Und die Teile waren wirklich nicht teuer. Also mehr wie 1 Euro bezahle ich eigentlich nicht. Weil eBay.com hat den Vorteil, wenn ihr dort bietet, dort kann man ab 1 Cent bieten und nicht erst ab 1 Euro. Und deshalb ja, habe ich ganz, ganz richtig viele von diesen verschiedenen Steinen hier ersteigert und teilweise nur für 30, 40 Cent. Und die wollte ich halt alle haben, um die mit an die Kettenanhänger oder an Chunky Charms zu verbasteln. Und ja, dann habe ich hier diesen, das kann man jetzt ganz, ganz schlecht sehen. Ich versuche mal, nee, das geht irgendwie nicht. Ein Moment. Upala. Vielleicht kann man das hier auf so einem Blatt besser sehen. Da ist wie so ein Baum in, ja, in Blüten, in getrockneten Blüten drin. Und schon fertig mit einer Schlaufe. Und ja, ich finde das total schön. Also ich finde das richtig, richtig schön. Das kann man jetzt so vielleicht. Ja, so geht's eher. Ja, also ich fand die richtig schön. Ich bin da auch nur durch Zufall drauf gestoßen. Ich kann euch das jetzt auch gar nicht mehr sagen, welcher Verkäufer das war oder so. Ja, und dann habe ich hier so eine, ja, auch Glaskristalle, ja, wie soll ich sie nennen, Mineralien, Steine, irgendwie sind auch relativ groß, sind auch richtig schwer, weil sie aus Glas sind oder eben aus Naturstein, ich weiß es gar nicht, so gut ist mein Englisch dann auch nicht, dass ich das verstehe. Ich fand sie einfach schön und ja. Habe sie mir dort ersteigert. Wie gesagt, der war auch 40, 50 Cent. Ich kann es gar nicht so genau sagen. So teuer waren die Sachen alle nicht. Und dann habe ich noch einen letzten Stein. Das ist so ein Mond.
auch mit dem Papier vielleicht kann man das besser sehen. So, ja, so ein Papier, so ein Mondstein, also total schön. In so lila, ist so ein bisschen marmoriert, haben auch alle immer ein Loch, darauf habe ich geachtet. Und dass ich die dann auch wunderschön zu Kettenanhängern oder Schlüsselanhängern verarbeiten kann. Genau, wie gesagt, von dieser Art Steine kommen noch jede Menge, also richtig, richtig viel. Und auch Schmuckzubehör kommt noch ganz viel. Und ja, seid gespannt auf meine nächsten Videos, auf meine nächsten Hauls, die kommen. Und ich freue mich. Bis dann. Tschüss, ihr Lieben.